Bestimmt haben es einige von euch mitbekommen. Der Platz vor dem Marburger Südbahnhof sowie der dazugehörige Steg über die Gleise und die Stadtautobahn wurden Anfang August umbenannt. Sie heißen von nun an Hildegard-Hambrücher Platz und Hildegard-Hambrücher Steg. Aber wer ist eigentlich Hildegard-Hambrücher? Hildegard Brücher wurde am 11. Mai 1921 in Essen geboren. Die meiste Zeit in ihrer Kindheit verbrachte sie aber mit ihren vier Geschwistern zusammen in Berlin. Leider verloren die Kinder relativ früh ihre Eltern, weshalb sie 1931 zu ihrer Großmutter nach Dresden zogen. Hambrüchers Großmutter war Jüdin, weshalb sich die Familie während der Zeit der Nationalsozialisten bedeckt halten musste. Hildegard Hambrücher war ab 1937 ein Jahr im Internat Salem am Bodensee, das sie allerdings wegen ihrer jüdischen Großmutter leider verlassen musste. Sie konnte ihr Abitur aber im nicht weit entfernten Konstanz, also auch am Bodensee, 1939 erfolgreich ablegen. Während der Zeit des Zweiten Weltkrieges studierte Hambrücher in München Chemie. Zu dieser Zeit machte sie unter anderem die persönliche Bekanntschaft mit Mitgliedern der Weißen Rose. Das war eine der größten Widerstandsbewegungen gegen die Nazis. Bestimmt habt ihr schon einmal etwas von Sophie Scholl gehört. Sie war deren Anführerin. Hambrücher wusste zwar nichts von den Untergrundbewegungen der Weißen Rose, war nach eigenen Aussagen ihnen aber im Geiste verbunden. 1945 promovierte Hildegard Hambrücher in Chemie und trug somit den Doktortitel. Ihre politische Karriere begann mit der Wahl in den Münchner Stadtrat 1948. Diesem gehörte sie insgesamt 6 Jahre bis 1954 an und war ab 1950 zeitgleich Mitglied im Bayerischen Landtag. In diesem war sie zunächst von 1950 bis 1966 und noch ein weiteres Mal von 1970 bis 1976. Hambrücher war zudem Vorsitzende ihrer Partei, der FDP, und für diese von 1976 bis 1990 im Bundestag vertreten. So, das waren jetzt erstmal ganz schön viele Zahlen. Ihr merkt, PolitikerInnen können in ihrer Karriere viele Stationen durchlaufen. Bei Hambrücher ist noch zu erwähnen, dass sie 1967 als erste Frau Staatssekretärin des Landes Hessen wurde. Sie wurde sogar einberufen. Und sie war von 1976 bis 1982 Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Für Aufsehen sorgte eine Rede von ihr, die sie am 1. Oktober 1982 im Bundestag hielt. Anlässlich des Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt. Sie stellte sich gegen die Entscheidung, Helmut Kohl als Ergebnis des Misstrauensvotums, aber allerdings ohne Wahl, als neuen Bundeskanzler einzusetzen. Wie ihr wisst, wird ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin für üblich gewählt. In diesem Fall war dies nicht so. Nach dem Misstrauensvotum musste Helmut Schmidt das Amt des Kanzlers verlassen und Helmut Kohl wurde neuer Kanzler, aber eben ohne Wahl, was Hildegard Hambrücher nicht sehr gut fand. Vermutlich sollte diese Rede noch einmal auf sie zurückkommen. Helmut Kohl wurde jedenfalls als Bundeskanzler vereidigt. 1994 war Hambrücher als Kandidatin der FDP für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt. Und sie setzte sich souverän bis zum insgesamt dritten Wahlgang durch. Vor diesem dritten Wahlgang riet ihr der damalige Parteivorsitzende Klaus Kinkel, ihre Kandidatur zurückzunehmen, was Hambrücher letztendlich auch tat. Im Nachhinein kam heraus, dass Bundeskanzler Kohl Kinkel wohl wüst beschimpfte und ihn aufforderte, dafür zu sorgen, dass Hambrücher nicht zur Bundespräsidentin gewählt wird. Aus heutiger Sicht kann man darüber allerdings wohl nur spekulieren. Jedenfalls wurde anschließend Roman Herzog und eben nicht Hildegard Hambrücher zum Bundespräsidenten gewählt. Anlässlich ihres 90. Geburtstags stiftete Hambrücher 2011 den Münchner Bürgerpreis gegen Vergessen für Demokratie. Zur Erinnerung an die Herrschaft der Nazis und zur Stärkung der Demokratie. Hildegard Hambrücher starb 2016 im Alter von 95 Jahren in München. Der Platz vor unserem Südbahnhof trägt nun ihren Namen.